Wenn du nach übersichtlichen Geschenkideen suchst, die nicht so viel Platz einnehmen und dein Haus nicht weiter durcheinander bringen, wenn du ein Minimalist bist und willst dein Haus nicht mit weiteren Spielsachen zumisten, habe ich für dich ein paar Geschenkideen für Kinder zusammengetragen, die meiner Meinung nach minimalistisch und nützlich sind. In diesem Jahr wollte ich kein weiteres Geschenkeguide machen wie in Vorjahren, wo ich euch nützliche Spielsachen vorstelle, die meiner Meinung nach sehr passend zu Weihnachten ist. Wenn du solche Videos vermisst, lade ich dich herzlich ein, diese Wiedergabeliste dir anzuschauen, wo du verschiedene Videos zu Geschenkideen für Kleinkinder und Vorschulkinder findest. Und ich mache dieses Jahr dieses Video, weil ich eigentlich keine weiteren Spielsachen meinen Kindern zu Weihnachten kaufen möchte. Weil wir alles Erdenkliche haben. Wir haben Legos, Bausteine, Puppenhäuser, Puppen, Autos, Züge, Elektrozüge, Magnete. You name it, we have it. Und das ist einfach überwältigt. Wir haben einfach viel zu viel. Es geht auch darum, dass wir die ganzen Spielsachen einer Revision unterwerfen werden. Ich werde die Sachen durchgehen und richtig schön ausmisten. Und ich möchte keine weiteren kaufen. Ehrlich, wir haben alles. Die Geschenkideen habe ich nach Kategorien zusammengefasst und wir legen gleich los. Erste Kategorie ist Verbrauchsgüter. Es ist immer noch was Physisches, etwas, was das Kind wirklich in der Hand halten kann, weil ich verstehe, für kleinere Kinder ist es natürlich begreifbarer, wenn sie ein Geschenk aufmachen, dass da was zu sehen ist und nicht irgendein Gutschein. Deswegen die Kategorie ist super für kleinere Kinder. Verbrauchsgüter. Was meine ich damit? Das sind die Güter, die wir verbrauchen. Und irgendwann verschwinden sie wie von alleine und sind gar nicht mehr da. Das heißt, sie misten unser Haus nicht zu. Das ist etwas, worauf die Kinder sich auch freuen. Und ja, da sind die Sachen, die man sowieso braucht. Diese Kategorie ist eigentlich breit gefasst. Was könnte man darunter sich vorstellen? Es könnte solche Sachen sein wie Bastelbedarf. Das könnten Buntstifte sein, Malblöcke, Farben, Kreide, alles Mögliche, was mit Kreativität zu tun hat, was mit Basteln zu tun hat. Ich werde alles verlinken, worüber ich heute spreche, und ich werde euch ein paar Beispiele liefern, was unter dieser Kategorie fallen könnte. Toll finde ich auch etwas, wo man zusammen mit Kindern was basteln kann. Also zum Beispiel haben wir das auch geschenkt bekommen, und das ist ein tolles Geschenk, finde ich. Man bastelt ein Vogelhäuschen zusammen mit dem Kind. Die können malen, die können das schön gestalten. Wir hängen das auf und dieses Geschenk verschwindet quasi von alleine. Man hat nicht etwas, was lange im Haus liegen bleibt. Zu den Verbrauchsgütern gehören auch natürlich die Güter, die man wirklich verbraucht. Ja, zum Beispiel ist es vielleicht irgendwelche Snacks, irgendwas. Ja, Kinder freuen sich immer über Süßigkeiten, Kekse, ich weiß nicht, etwas, was sie essen können. Ich glaube, die Kinder freuen sich genauso über diese Sachen wie über die physischen Sachen. Auch in dieser Kategorie finde ich toll für Kinder sind irgendwelche Badesachen, ja, die für Badespaß. Es wird ganz schnell verbraucht, die Kinder haben Spaß. Es gibt heutzutage so viele unglaubliche Möglichkeiten, Farben und Schaum und Sachen, die dann aufgehen im Wasser und. Von daher, diese Badesachen, Zusatzsachen sind immer toll für Kinder. Nächste Kategorie sind monatliche Abo-Boxen. Finde ich auch ganz toll und klasse. Die sind kuriert und vorsichtig zusammengestellt für dein Kind, für das Alter deines Kindes. Es sind Sachen, die das Kind entdecken kann, experimentieren kann. Und es gibt für verschiedene Alter. Um ein paar zu nennen, sind es solche Unternehmen wie Kiwico, die das anbieten, Tribobox oder Lovavery. Ich muss mal gucken, wie man das ausspricht. Lovavery. Ich schreibe alles in der Infobox unten. Und die Idee ist, dass du jeden Monat etwas bekommst, was zu deinem Kind passt. Das Kind kann damit spielen. Und wenn das Kind
nicht mehr in diesem Alter ist, kannst du das natürlich weitergeben, verwenden oder entsorgen. Aber das ist etwas, was nicht lange zu Hause bleibt. Und ich finde, das ist immer toll, weil du dir nicht so viele Gedanken machen musst, was ich meinem Kind speziell finden soll, zu seinem Alter passend, weil das wurde alles zusammengestellt für dich. Und da kannst du die Zeit sparen und deinem Kind auch die Freude bringen. Und jeden Monat bekommt das Kind etwas Neues. Es wird natürlich nicht langweilig. Aber nicht nur Kinder mögen solche Abos. Ich finde es auch für Erwachsene ist es ein tolles Geschenk, wenn du irgendwas bekommst, wenn du vielleicht mal Fitnessstudio-Abo bekommst oder andere Abos, die man nutzen kann und immer an diese Person denken kann, die dir das geschenkt hat. Deswegen finde ich auch solche Apps wie Blinkist eine wunderbare Möglichkeit, jemanden Freude zu bringen, zu beschenken und dabei dieser Person so viel Nützliches zu geben, weil Blinkist ist eine App, die es einem ermöglicht, täglich etwas Neues zu lernen und den eigenen Horizont zu erweitern. Blinkist besteht aus über 5500 Sachbüchern, die auf Wesentliche zusammengefasst werden und in 15 Minuten kannst du die Kernaussagen jedes Sachbuches sehr schön transparent lesen oder hören. Und die Hörversion finde ich besonders praktisch, weil in dieser Zeit kann ich Haushalt machen, spazieren gehen, zur Arbeit fahren, joggen, ins Fitnessstudio gehen und dabei lerne ich etwas Neues. Und jeden Tag kannst du in nur 15 Minuten etwas ganz Neues lernen, ein neues Konzept, ein neues Buch, eine neue Idee, die dich inspirieren kann, vielleicht ein neues Hobby anzufangen oder etwas Besonderes in deinem Leben zu machen. Und indem du deinem Partner ein Geschenk machst und Premium-Abo für das ganze Jahr besorgst, kannst du auch davon profitieren, weil du genauso mit deinem Partner diese App nutzen kannst. Weil mit neuen Feature Blinkist Connect kannst du deinen Premium-Zugang mit einer weiteren Person teilen. Ich finde das mega klasse, weil du nur ein Abo kaufst und dabei können zwei Personen dieses Abo nutzen. Wenn du auch Interesse hast, Blinkist deinen Liebsten zu Weihnachten zu schenken oder zu besonderen Ereignissen, hinterlasse ich die ganzen Infos in der Infobox. Mit meinem Code bekommst du 25% auf ein Premium-Jahresabo. Und du kannst sogar Blinkist 7 Tage vorher kostenlos testen. Die nächste Kategorie ist für mich Erlebnisse schaffen. Diese Kategorie ist ganz groß, also diese Geschenke wünsche ich mir selber immer, weil Erlebnisse bringen mir viel mehr Freude als irgendwas, wenn man irgendwas geschenkt bekommt und dann manchmal gefällt es einem, manchmal nicht und irgendwie sammelt es sich einfach alles an. Und die Erlebnisse ist etwas, woran man lange nachdenken kann, was in Erinnerung bleibt. Und aus Erlebnissen besteht eigentlich unser Leben. Und je mehr Erlebnisse wir haben, umso bunter und vielfältiger unser Leben ist und umso länger. Ich habe so ein Gefühl, also je mehr Erlebnisse man hat, umso lange fühlt sich die Zeit an. Also wenn ich merke, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Monat lang keine Ausflüge mache, nichts mache, nur quasi Routinen, ist dieser Monat ganz schnell vorbei. Wenn ich aber einen Monat habe, wo ich ganz viele Erlebnisse habe, und das merkt man besonders im Urlaub, weil jeden Tag hast du neue Erlebnisse, du besuchst neue Plätze, du gehst zu neuen Orten, du gehst ins neue Restaurant, du triffst dich mit anderen Leuten und diese Urlaubswoche oder 2 Wochen scheinen wie 3 Monate zu sein, ja, von dem Gefühl her, wie lange die Zeit sich so anfühlt, weil man sehr viele Erlebnisse hat in dieser Zeit. Und von daher ist es ein tolles Geschenk und für Kinder genauso, denke ich, wie für Erwachsene. Und hier kann man auch, je nachdem, wie alt dein Kind ist, es können Tickets sein zum Puppentheater, ins Theater, ins Zirkus. Wir haben hier um die Ecke Europapark. Ja, das können Tickets ins Europapark sein. Die haben auch im Winter Sachen, können Tickets ins Kino sein, zum Schlittenlaufen, zum Rodeln, Zoo. Alles Mögliche, ja, die Erlebnisse, die deinen Kindern Freude bringen. Für das Kind viel wichtiger bist du, deine Zeit, die du deinem Kind widmest. Das schätzen sie viel mehr als irgendein Geschenk dahingegeben. Vielleicht auch teuer, aber persönliche Zeit ist viel wertvoller als egal wie
wie großzügig das Geschenk sein mag. Von daher finde ich das eine tolle Möglichkeit und wir werden dieses Jahr das auch viel nutzen. Wir gehen vielleicht zum ersten Mal ins Kino mit meiner Tochter. Sie war noch nie in einem Kino. Wir gehen auch zum Zirkus zum ersten Mal. Und Puppentheater kennen wir schon. Und da freuen sie sich immer auf solche Sachen. Und ich glaube, da kann man alles mit. Vor allem jetzt vor Weihnachten gibt es viele, viele Sachen. In jeder Stadt gibt es viel Programm für Erwachsene und Kinder, was man nutzen kann. Zu den Erlebnisgeschenken gehören auch Mitgliedschaften. Vielleicht willst du deinem Kind einen Tanzkurs schenken oder einen Malkurs oder irgendetwas, woran das Kind teilnehmen kann und dabei viel lernen kann, Erlebnisse schaffen kann und das ist, finde ich, tolles Geschenk, ist wundervoll und für die Kinder ist es gut, etwas in der Hand zu halten, ja, wenn sie irgendwie Geschenke aufmachen, dass sie verstehen, worum es geht. Von daher kann man auch die Karten schön verpacken, man kann irgendeine Box gestalten und ein kleiner Preview machen, was das Kind eigentlich erleben wird bei diesem Kurs. Vielleicht machst du irgendwie eine Fotokollage, wo das Kind wirklich schauen kann, was passiert, wenn er an diesem Kurs teilnehmen wird. Es könnte ein Schwimmkurs sein, es könnte ein Reitunterricht sein, es könnte, also je nachdem, wo die Interessen deines Kindes liegen. Oder vielleicht magst du ihm was ganz Besonderes schenken und es so, dass das Kind seine Interessen eher entdeckt, ja, und erstmal was Neues lernt und schaut, ob das in ihm liegt oder nicht. Solche Geschenke finde ich sehr gut, auch von Großeltern geschenkt zu bekommen. Und ja, und vielleicht können die Großeltern sogar das Kind, wenn sie in der Nähe wohnen, ja, zu diesem Unterricht mitnehmen und das Kind begleiten, indem diese ein, zwei Monate etwas Neues lernt. Finde ich klasse, wenn die Möglichkeit da ist, ist es ganz tolle Geschenkidee und die Kinder werden das wirklich in Erinnerung behalten. Die nächste Größe sind Spielsachen, die für draußen bestimmt sind, die nützlich sind, die dein Kind nutzen kann, um draußen die Zeit zu genießen. Und wir wissen alle, wie schön ist es, so viel wie möglich Zeit draußen zu verbringen, mit deinem Kind spazieren zu gehen, in den Wald gehen. Und dabei kannst du natürlich seine Grobmotorik unterstützen, indem du ihn vielleicht ein neues Fahrrad schenkst. Und zu dieser Kategorie gehören solche Sachen wie Laufräder, Dreiräder, Trittroller, Fahrräder. Es könnte auch eine Schaukel vielleicht sein, was du in deinem Garten installierst für dein Kind oder irgendwie so ein Hochturm, ja, zum Klettern, Kletterturm. Auf jeden Fall etwas Nützliches, womit dein Kind wirklich draußen die Zeit verbringen kann. Und die Sachen gehen nicht rein, ja, das sind die Spielsachen, die du schenkst, bleiben meistens draußen. Deswegen finde ich, das passt auch hier zu minimalistischen Geschenkideen, weil diese Spielsachen misten nicht dein Haus zu. Die Fahrräder muss man halt immer erneuern und das sind trotzdem nützliche Sachen, die dein Kind aktiv nutzen kann und selbst aktiv sein kann. Die nächste Kategorie habe ich zusammengefasst als nützliche und praktische Geschenke. Also wenn du doch irgendwas Physisches deinem Kind schenken möchtest, finde ich das ganz toll, etwas zu schenken, was das Kind eh braucht. Ja, es könnte vielleicht eine Mütze sein im Winter oder Handschuhe oder eine warme Pyjama, Bademantel, etwas, was das Kind gerade benötigt. Die Kinder freuen sich auch über Kleidung. Ich weiß nicht, wie deine Kinder so drauf sind, also meine freuen sich wirklich über die Kleidung sehr und für die ist es egal, ob das jetzt irgendwie ein Spielzeug ist oder vor allem meine Tochter, die freut sich richtig über die Kleidung, Klamotten und da kann man ihr alles Mögliche schenken, wenn das irgendwas mit Glitzer und Kleidchen ist, da wird sie richtig aufblühen und freut sich total. Es muss natürlich etwas sein, was das Kind wirklich braucht. Also wenn das Kind sowieso schon 20 T-Shirts hat, brauchst du kein T-Shirt mit irgendeinem besonderen Spruch drauf zu schenken. Ich glaube, das wird wiederum irgendwo im Schrank verschwinden. Überlegen, was braucht mein Kind jetzt? Also ist rausgewachsen und wir brauchen demnächst vielleicht warme Handschuhe. Natürlich können das auch Sachen sein wie Geschirr. Ich finde es
auch schön, auch für kleinere Kinder oder für Babys, Geschirr zu schenken. Das wird immer gebraucht werden. Oder Besteck, Sets und solche Sachen. Oder eine Flasche für Kindergarten, eine Brotdose für Kindergarten, ein Rucksack. Etwas, was das Kind braucht, was es täglich auch vielleicht nutzen kann und täglich an dich denken kann. Und dabei ist es etwas, was das Kind wirklich benötigt und es nicht irgendwie rumliegt, sondern es wird wirklich genutzt. Und die letzte Kategorie betrifft Spielsachen, doch Spielsachen, falls du doch irgendwas Bedürfnis hast, was Besonderes zu schenken, ein Spielzeug oder Spielsachen, würde ich dir raten, etwas zu schenken, womit das Kind lange, lange, lange spielen kann. Also es geht um die Open-Ended Toys, also die Spielsachen, die halt kein Ende haben. Ja, das ist ein schöner Begriff auf Englisch. Open-Ended Toys, die Spielsachen, mit denen die Kinder kreativ sein können und unterschiedlich bespielen können, auch in unterschiedlichen Alter, und immer ist es aktuell und interessant. Ein Beispiel ist zum Beispiel Lego-Steine, ja, die man mehrmals zusammenbauen kann und auseinandernehmen kann und verschiedene Sachen kreieren kann. Und dabei kann dieses Spielzeug mehrere Jahre bespielt werden. Und da habe ich einen Tipp für dich. Also wenn du dich für solche Spielsachen entscheidest, bleibe bei dieser Spielsache, weil, also mein Fehler war zum Beispiel, wir haben ganz verschiedene Sachen, ja, wir haben viele Open-Ended Toys, also wir haben Magnete, wir haben Lego, wir haben Bauklötze, wir haben auch Schienen mit Zügen und so weiter, wir haben auch solche Straßen für Autos und all das sind verschiedene Sets. Und im Prinzip, wenn ich mich nur auf ein Set festgelegt hätte, ja, und gesagt habe, okay, wir werden nur Züge haben zu Hause, und so kann man eigentlich jedes Jahr oder zum Geburtstag, zum Weihnachten irgendwas dazu kaufen, aber nur was dieses Set betrifft, ja, wenn es jetzt Brio Eisenbahn ist, was wir haben zu Hause, dann könnte man so viele Zusatzteile kaufen und jedes Mal ergänzt das dieses Set, aber man hat ja nicht so viele Verschiedenes. Ja? Also wenn du sowas kaufen möchtest, ist es toll, ist es wunderbar, und dann stick to it. Von daher ist es mein Tipp. Ich werde auch unten verlinken, was wir alles haben. Ich habe das auch in anderen Videos erwähnt und gezeigt und ein bisschen ausführlicher erklärt. Wenn du Interesse hast, dann schau mal diese Videos an.